Und weiter geht's. Wollen wir hier nochmal? Warte mal, wir können ja hier nochmal. Die Zeit zurückspulen. Ernsthaft? Gehen wir hier hoch? Jetzt testen wir das nochmal. Startbereit! Ah, guck mal. Jetzt weiß ich, warum das nicht ging. Dann mal los! Fehlt aber noch was. Okay, gut zu wissen. Dann hören wir erstmal auf. Recht cool hier oben. Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln. Da komme ich noch nicht hin. Okay. Wohin des Wegs? Dahin. Renn lieber schnell! Bitteschön! Dankeschön! So, du wolltest meine Hilfe haben, ne? Machen wir mal erstmal Keine Gnade! Oh! Kampfvorteil! Könnt ihr euren Comic-Con-Scheiß nicht woanders abziehen? Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Hättest du blocken sollen. Hab ich doch. Verneig dich vor dem Chaos, Dummkopf. Diabetes-Time. Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen. Ich bin drin. Okay. Pew, pew. Selbst bei frühen Doctor Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Wow. Okay, los geht's. Das werde ich egaler sein. Schluss jetzt, dann hole ich den echten furzenden Selbstjustizler. Au! Hey, sind das echte Special Effects oder animierte? Krass. Ich bin wieder da, wieder. Oh Mann! Hä? Nein, meine Brille! Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. Zeit für Verwüstung! Ha! Hi! Kann mal jemand das Blut aufwischen? Na, wie wär's mit einer Runde Chaos-Kalt, Junge? Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Ich bin dran! Nimm das! Das hat gesessen! Match. Lauf heim zu Mama, du Schwachmat! Mikroaggression! Schlag ihn! Der ist auch mal. Wetterbericht, hagelt Schläge! Piu, piu. Den haben wir's gezeigt! Oh, einmal.
Haus Pacharoo. Gute Nacht. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Ich hab gewonnen. Haben die Pole ihre Position getauscht oder habe ich wieder die falschen Pillen genommen? Sind Superhelden nicht schon wieder out? Ist hier eine Tasche? Oh. Erinnerst du die Passion Christi? Ah, das will ich nicht erinnern. Erinnerst du Sinbad als Genie in Shazam? Ja, nein, tu ich nicht. Ich erinnere. Oh, erinnerst du? Ich erinnere. Oh, erinnerst du? Kurzflug. Startbereit! Ja! Das hast du wirklich drauf. Da war nichts. Da komme ich nicht lang. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Bis dann. Ach so, da ist eine Klappe. Okay. Oh. Was war hier? Okay. Oh, super Furz. Ein guter Tag, um Diabetes zu haben. Und los geht's. Ja. Bis denn. Habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Okay. Du hängst mit Craig ab, oder? Redet er manchmal über mich? So, ich muss mit... Ah, ich muss ja erstmal mit ihm schnacken. Habe ich ja ganz verpennt. Moin. Ich habe diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse. Und der hat noch meinen Laptop. Wenn er ihn dir nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe. Er heißt Tweak. Du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern. Gib ihm das. Hol meinen Laptop von diesem Penner zurück. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Vielen Dank für deinen Einsatz. Da! 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 Na, wie laufen die Geschmackstests? Ich will keinen Unterschied mehr! Bleib dran, wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Was ist das? Rück meinen Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann seinen Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege! Hä? Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir! Hä? Ich habe bezahlt und noch den Kassenzettel! Hä? Findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal! Hast du Craig von meinem Meerschweinchen erzählt?
Hast du unsere Saisonkarte? Komm jederzeit vorbei. Wir sind immer hier. Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Da sehe ich noch. Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, was Tweak ist. Ist das eine geheime Waffe? Bring ihn dem Arschloch. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Kann ich von behilflich sein? Ziehen wir das durch? Oh. Bau keine Bruchlandung. In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Zellen. Fantastisch! Bitteschön. Ah, schon wieder laufen. Moin. Moin. Eins noch. Nee. Wow, wenn das nicht der berühmte... War das das ein Zimmer? Nee. Ach, das war von den Eltern. Das haben sie nicht nehmen. Du willst doch nicht da rein, oder? Oh, hab ich Schwein. Yeah! Und wieder zurück. Das Ganze. Weil es so schön war. Moin. Moin. Das schöne Städtle drauf. Bang. Wohin des Wegs? Ja, ich bin sofort den Rest gelaufen. Renn lieber schnell! Bitteschön! Danke! Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt! Steck dir jetzt mal in die Hosentasche!
Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Oh, wird er jetzt endlich vernünftig, hä? Schön! Hier ist dein blöder Laptop! Oh, hallo, du bist neu, stimmt's? Ich merke, wie sehr du dich bemühst, meinen Sohn er und nimmt seinen den Laptop Freund wieder weg. Zusammenzubringen. Ja, Alter. Das ja, weiß ich sehr zu schätzen. An, blende dich. Ein schwuler Sohn ist sehr gut fürs Kaffeegeschäft. Ich glaube, sie müssten nur mal zur Paartherapie gehen. Könntest du das Craig geben? Gemeinsam können wir ihnen vielleicht helfen. Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Wo ist er? Paartherapie? Ich soll mit Tweak eine Therapie machen? Niemals. Sag ihm, ich mach das nur, wenn du auch mitkommst. Ich brauche Freunde um mich. Alter. Willkommen im Café Tweak. Ach, halt doch die Schnauze. Was ist das? Paartherapie? Craig, verarschst du mich? Gut, okay, ich mach's. Nur wenn du dabei bist. Bei dir scheint er offenbar vernünftig zu sein. Es ist echt super von dir, dass du den Jungs beistehst. Cool, neues Kostüm. Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Alter. Was darf sein? Gib mir mal irgendwas. Also bei dem Deal hast du meine Eier in der French Press. Es war mir ein Vergnügen. Aber gerne, kleiner Kunde. Teures Selfie für 25 Cent, ey. Ich liebe handgemachte Bio-Selfies. Feuere Fürze auf deine Feinde ab, um dir im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. Davon wird ihnen übel, dann würgen sie und du haust sie um. So, was ist denn unsere nächste Quest? Ich bin der schnellste in der Stadt. Ziehen wir das durch? Bau keine Bruchlandung. Wo ist denn die Paartherapie? In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Läuft gut, Wunderarsch.